Also die Musik auf den Punkt zu bringen, ist immer schwierig, dass man den inspirierten Moment kreiert und den einfängt. Beim Orchester ist natürlich ganz schwierig, dass alles noch zusammenkommt. Eine große Masse von Musikerinnen, von Musikern, die wirklich einen Atem spüren müssen. Wir haben die Imponderabilien, dass natürlich der Flügel perfekt gestimmt sein muss, dass die Intonation mit dem Orchester wunderbar stimmt, aber es klappt toll. Also die machen so wunderbar mit und es ist ein enthusiastisches Orchester, ein enthusiastischer Dirigent, Jan-Willem de Vriend. Und wir bemühen uns sehr, nah an Schumanns Geist zu kommen, der ja nie so ganz genau zu fassen ist. Wir brauchen auch immer dieses spontane Element und diesen Moment der unmittelbaren Inspiration. Brahms ist doch wesentlich, wie soll ich sagen, strenger, orchestraler. Schumann ist versponnener, lebt von kleinsten Nuancen auf engstem Raum, wo vielleicht auch eine kleine Agogik vonnöten ist, wo man immer vibrierend zwischen den Zeilen fühlen und lesen und spielen muss. Das macht es natürlich bei Schumann auch schwieriger, das auf den Punkt zu bringen. Es muss komplett geplant sein, klar, natürlich, alles hat eine ganz klare Struktur und seine genaue Organisation. Und dann kommt es immer darauf an, dass man das wirklich den Moment fühlt. Und da kann es vielleicht eine Nuance schneller, eine Nuance langsamer, dass man wirklich die Töne sucht. Ich finde ja dieses wunderbare Motto von der Schumann-Fantasie, Opus 17 von Schlegel, durch alle Töne im bunten Erdentraum ein leiser Ton gezogen, für den, der heimlich lauschet. Das war also wirklich versucht, diese Besonderheiten, die Botschaft, die zwischen den Tönen steckt, dass man das hervorkitzelt. Wenn man so einen tollen Partner hat wie das Konzerthaus Orchester Berlin, macht es natürlich Spaß, mit den Musikerinnen und Musikern zu interagieren. Ich mache ja auch sehr, sehr viel Kammermusik und dieser Geist vom Adagio und Allegro oder von den Fantasiestücken durchzieht natürlich auch das ganze Klavierkonzert. Und wir schauen uns an und wir werfen uns die Bälle zu. Das macht wirklich Spaß. Aber man muss, glaube ich, auch diese Fähigkeit und diese Lust mitbringen, sonst funktioniert das nicht. Opus 134 ist für mich derartig durchaus introvertiert und vergrübelt. Kämpferisch, ja, er beschwört auch noch mal seine Jugend hervor, aber er hat immer wieder diese Momente, wo er in einen Dämmerzustand verfällt, wo er sich an dieses wunderschöne Saitenthema klammert. Da kann er sich ja gar nicht satt dran hören. Und wie dann diese unfassbar schöne Apotheose am Schluss nach der Kadenz, wo O du meine Seele singe, zitiert wird, wo man das Gefühl hat, er entrückt in andere Regionen. Schumann suchte ja immer das Neue und die neue Form und fand erstaunlicherweise mit der wunderbaren Fantasie keinen Verleger. Und ich glaube, dass Satz 2 und 3 tatsächlich einer
in Anführungsstrichen Not entsprungen sind, dass er tatsächlich ein dreisätziges Klavierkonzert dann doch, so konventionell das auch auf den ersten Blick zu sein scheint, dass er dadurch einen Verleger finden wollte, den er auch prompt fand. Und so, ja, kurz nachdem das Werk quasi in Druck war, zog es natürlich durch die Konzertsäle der Welt und ein wahrer Siegeszug, der sich da entfachte. Erstaunlich, ne? Das, weil die Fantasie in wesentlichen Teilen dem jetzigen ersten Satz entspricht und dass das für die Menschen doch so unverständlich war, für die Verleger auch. Erstaunlich. Musik.